Chicago Fire ist ja eine unserer großen Serien, die uns seit Beginn des Senders ja begleiten. Jetzt schon in der vierten Staffel, das heißt, wir wollten auf jeden Fall was Besonderes wieder machen. Dann kam die Idee auf 360-Grad-Video mit einer Innovation, einer Entscheidungsmöglichkeit innerhalb oder mehreren Entscheidungsmöglichkeiten innerhalb des Videos. Das Besondere an der Serie Chicago Fire ist, dass man so nah dran ist an der Feuerwehr-Action. Und durch das 360-Grad-Video schlüpfen wir in die Rolle unseres Heroes Kelly Severide und sind mittendrin. Wir drehen mit einer 360-Grad-Kamera, die kann das gesamte Bild um einen herum abbilden. Der User kann den Kopf freidrehen, dann auf seinem Computermonitor. Die große Herausforderung hier ist, wie für jede Kamera, Hitze. Das ist jetzt nicht die normale europäische Sommerhitze, sondern es wird bis zu 80, 90 Grad heiß. Eine Anfrage, hör mal, habt ihr ein Brandübungshaus? Wir wollen da spektakulär was drehen. Ich dachte, was wollen die mit Mühlheim? Aber siehe da, kriegte ich ein paar Tage später einen Anruf. Hör mal, euer Brandübungshaus ist das geeignetste. Macht uns als Feuerwehr Mühlheim total stolz. Grad ist ja speziell. Bringen Leute an Orte, an denen sie normalerweise nicht sein können. Das kannst du mit 360 Grad. Und Leute haben das Gefühl, dort zu sein. Der User kann entscheiden, wo er hinschauen will. Und erlebt so seinen eigenen Film.